Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge The Past Within. Mit dabei ist der liebe Marcel Dafels. Hallo. Okay, wir starten mit der Vergangenheit, Kapitel 2, und du huschst die Zukunft. Genau. Perfekt. Zum Fortfahren klicken. Oh mein Gott. Was? Fangt gleich gut an. Ich hab Blut, ein Zahn und ein Ohr, ein Kaste. Klicken und ziehen, um den gewünschten Bereich anzusteuern. Du brauchst wahrscheinlich huscht man mir das Verrote. Du brauchst einen Code. Glaube ich, oder? Ein Code? Zumindest steht das hier. Moment, ich habe nur Dreieck, wo hoch und runter geht. Warte mal. Ich teste mal kurz. Aber nicht. Jetzt kannst du dich freuen, glaube ich, jetzt habe ich auch mehr zu tun. Ja, das hoffe ich, dass du. Ich renn durch alle Räume, du hast einfach nur ein Kasten. Ich habe so blutiges Ohr. Du geht es. Kann ich. Warte mal. Jetzt renne ich im Labor rum. Hä? Ich check. Check grad null. Sophie spielt Schwammkopf. Ach gut. Aber. Was siehst denn du, Marcel? Lass mal bei dir vor, bitte. Warte, ich muss zurück. Dass ich halt wiederbeleben muss im Blut. Was ist mit dem Blut? Wiederbelebungstank mit Strom versorgen. Blutflasche und Knochen in den Wiederbelebungstank bringen. Wiederbelebungsprozess starten. Ja, aber dafür muss ich was machen, weil ich habe das Blut, die Fleisch und die Knochen. Aber ich weiß nicht, wie ich das bewegen soll oder was ich machen soll. Ich bin alt geworden. Ne? Ja. Ja, ich muss den Code ermitteln. Ist doch gestanden. Bitte? Ich soll dir einen Code übermitteln. Ja, ich wüsste gar nicht, wo ich eine eingeben kann, aber übermittel mal bitte. Jetzt brennt der Flamme. Hä? Tritt 1. Ach, jetzt hab ich den. Ach, Moment! Willkommen zum Würfelgerät. Jetzt hab ich ein Würfelgerät. Knochen, Fleisch und Blut in dieses Gerät übertragen. Dieses Gerät enthält den Raum der Person in der Zukunft. Code eingeben, um Verbindung zu bestätigen. Okay, schieß los. Z1X. Ja? 2-3-Y. Z 1 ja X 2 X 2 3 Y aha machst du also ich lese vor, die Person in der Zukunft legt den schwarzen Würfel in C9. C9 haben wir wo? Oder? Ja. Ja. So. Gut übermitteln. Ich habe da auf Feld 3x3. Ja? Ja. In der ersten Reihe, also von oben nach unten. Mhm. Die erste Reihe sind alle schwarz. Also ja. Gefüllt. Ja. Die zweite Reihe alle leer und die dritte Reihe wieder alle schwarz. Mhm. So. Ui. Die Person in der Zukunft. Dreht den Schalter und übermittelt Zeiger rot, weiß, schwarz. Wie? Also, das Schwarze ist bei 23 Uhr. Moment, das Schwarze ist bitte was? 23 Uhr. 23 Uhr. Rot ist 1 Uhr. Moment, also. Moment, rot ist 1 Uhr. Genau. Und weiß ist 3 Uhr. So 15 nach. 23 Uhr, 3 Uhr. Ja. Was passiert?
Okay, ich glaube, der Wiederbelebungsprozess läuft. Wie auch immer. Jetzt habe ich eine Kurbel. Ein Musikschlüssel. Musikschlüssel. Ich hätte jetzt gedacht, das ist eine Kurbel, aber wurscht. Okay. Okay, das ist noch ein Fach, das müssen wir später wahrscheinlich öffnen. Ich drehe nochmal. Ich habe jetzt ein Symbol mit einem Schmetterling, Zahnblutohr und den Musikschlüssel. Musikschlüssel kann ich brauchen. Ist der? So. Jetzt habe ich irgendwo über eine Tastatur, also Orgeltastatur, 78.3 stehe. Und C, D, E, F, G, A, B. Ich muss jetzt Musik machen. Mhm. Das musst du mal wahrscheinlich übermitteln. Also, A, G, A, B. Was? A, A, G? A, B. A, B, ja? Nee, A, G, A, B steht da. Moment. Guck mal, was brauchst du? Was brauchst du für eine Melodie? Was hast du für Zahlen dabei? 78.3. Warte mal. Wie 7,8? Steht bei mir oben drin, was 78.3. Bei mir nur 70, 80, 90, 100, 110. Nö, da habe ich diesbezüglich nichts. Aber hast du noch irgendwelche Buchstaben für mich? Komm dran, welche du willst oder so. Ja, ich sag nur, ich hab so Orgeltastatur. Ich hab schon noch ein paar für dich oder so. Ja, dann schieß mal los. B-A-G-A. B-A-G-A. Ja? Und E. Und einfach nur C am Ende. Nein. E, D, E, G. Marcel, jetzt machst du mich verrückt. Mhm. Noch mal von vorne. C, D, E, G. C, D, E, G. Ja. Fertig? Ja. C, D, E, G. Genau. So passiert aber nichts. Hey, witzig, ja. Warte mal, ich drehe nochmal, vielleicht. Ich weiß nicht, was du für einen Code brauchst. Ja, ich nehme A, der ist für die Orgelkategorie. Ich guck mal jetzt mal meinen Würfel A. Lüftungsschlichts, ja, super. Hm. Warte mal. Nee, also ich brauche von dir eine Musikkombination, sonst komme ich nicht weiter. Ich bräuchte, wenn ich mal wissen, was für eine Zahl, also. Was für. Ja, das habe ich doch gesagt. 78.3. A, G, A, B vielleicht. Mehr kann ich dir jetzt auch nicht. Sag mal's mal ausgeschrieben. Anton Gustav. Anton Gustav Anton Bertha. Ah, jetzt, das war richtig. 140,3. Warte. Jetzt. Ja, Isa. Dora. Was hast du? Emil. Ja, Emil. Und Gustav mit G. C, D, was war das zweite, dritte? Emil. Ja. Und G mit Gustav. Ja. 103,7. Anton, Dora,
Anton, nein, ich bin ein Idiot, sorry. Emil, Dora, ja? Emil, Dora, Emil, Cäsar. Perfekt. 89,1. Bertha, Anton, Gustav, Anton. Ich habe einen Schlüssel. Okay. Den Zahnschlüssel. Das heißt? Oh, da oben krabbelt einer an die Decke. Der krabbelt die Decke hoch. Bäh. Wer, was hier ist? Ja, dieser schwarze Mann. Also der Typ da, ja. Wie war das? Zahnschlüssel, Moment, wo passt denn der Zahnschlüssel? Ah, komm her. Oha, jetzt habe ich Domino, so eine Art Domino stehen. Also ich habe jetzt ein Muster. Mhm. Jetzt musst du irgendwo eingeben. Wie? Das sind Felder, a drei Stück. Ja. Drei muss sechs. Mhm. Ja. Ja? Mhm. Also, beim ersten, das letzte? Ja. Dann das erste? Ja. Mitte? Ja. Nochmal Mitte? Ja. Das erste? Ja. Und das dritte? Was? Nochmal. Brauchst du irgendwas von mir, oder? Ja, wenn ich das wüsste. Okay. Ja, dir ist jetzt was erschienen, was ich brauche. Ja, Kreide. Was? Kreide ist bei mir erschienen. Kreide? Nun, oder? Was ist das jetzt? Okay. Dann musst du irgendwas mit der Kreide wohl machen. Ja, eine Tafel. Hab ich auch gemacht. Ach. Okay. Jetzt wird lustig. Dann schieß mal los, was du siehst. Viele Sachen. Okay. Grab, Kristalle, Messer. Guck mal. Schlüssel, Sonne, schwarzen Mann. Brauchst du zufällig einen Code? Ein Code? Ich kann nirgendwo einen Code eingeben. Außer eben an dieser Musiktastatur. Okay. Aber ich glaube nicht, dass wir da hier zurück müssen. So. Ja, also wenn du noch mal die Zeiger, da fehlt mir noch einfach. Wo du vorhin schwarz-rot-weiß kartuscht. Mhm. Wenn da irgendwas noch ist, so fehlt mir noch ein Fach. Und dann sehe ich so drei Rolle mit Zahn, Blut und Fleisch. Also Knochen, Blut, Fleisch. Was fehlt dir noch? Mir fehlt doch einiges. Ich habe so ein ganz geschlossenes Fach mit so einem Lüftungsschlitz. Mhm. Dann habe ich noch ein Ohr. Also mein Zahn ist jetzt geschlossen, das haben wir gelöst. Mhm. Dann habe ich noch ein Ohr und das Blut. Mhm. Oh. Und dann. Ja, dann fehlt mir noch irgendeine Kombination mit diesem Rot-Weiß-Schwarz. Mhm. Mehr kann ich nicht machen. Mhm. Jetzt erzähl Mamo, was du siehst. Halt verschiedene Räume. Bei der einen Tafel habe ich halt so. Ein Code und links und dann so Zeichen. Also er redet gleich ein bisschen lauter. Nochmal was? Ein Code und verschiedene Zeichen. Und was für Zeichen? Fleisch, Buch, Hammer, Uhr, schwarzer Mann, vieles. Okay, damit kann ich momentan nichts anfangen. Und dann? Was und dann, hä? Tun schon nichts. Ich habe noch eine andere Räume, also mehr habe ich. Ja, dann geben wir in den nächsten Raum. Ja, das ist so eine Maschine, wo der Typ drin huckt. Ja. Beim Zahn.
Brauchst du beim Zahn noch was oder ist ein Kreuz oben? Am Zahn? Nee, der Zahn ist für mich fertig. Ja, bei mir ist am Zahn ein Kreuz oben noch. Bei dir ist beim Zahn was? Ein Kreuz oben. Ein Kreuz oben. Ja. Wow, 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 wow. Hm. Ich mag den Würfel nicht. Schön. Hast du irgendeine Würfelkombination vielleicht? Nee, wir stehen gerade auf der Leitung. Kann ich das irgendwie drehen? Ich kann doch nichts machen, Marcel, ich kann nichts machen. Ich brauche irgendwas von dir. Ja, was brauchst du denn? Hast du eine Idee? Ja, eigentlich kann ich nur was machen an diesem Kreis mit dem Rot-Schwarz-Weiß. Mhm. Das ist mir noch immer gleich, ich kann noch nicht umstellen. Also. Bitte? Ich kann hier nicht umstellen, den Kreis. Hm. Ich brauche nur Kombination, um das zweite Fach zu öffnen, anders komme ich nicht weiter. Na neu. Irgendwas brauche ich da noch was. Ich glaube, ich bräuchte halt noch einen Würfelcode, aber ja. Du bräuchst was? Ein Code vom Würfel. Ein Code von? Dem Würfel. Von welchem Würfel? Also oh. Ich habe leider keinen Code mehr für dich. Ich habe wirklich nichts, das sehe ich dann in meinen Aufnahmen. Ich habe nichts. Mhm. Ich kann nicht schon mal versuchen, das zu drehen. Aber. Nee, der Schlüssel lässt sich nicht mehr drehen. Irgendwas fehlt mir noch mal. Kaffee fehlt, ja. Wo krieg ich Kaffee jetzt her? Lest mal noch mal die Tafel vor, vielleicht kommen wir so weiter. Zum Lesen ist ja nicht wirklich was. Das sind halt Zeichen. Also so. Kristalle, ja. Ein Sarg, ein Messer, ein Schlüssel, eine Sonne, ein Würfel, eine Kerze, ein Mond, ein Buch, Knochen, Augen, zum Gesicht, Geschenk, Blut, der schwarze Mann. Eine Uhr, Name. Ich kann die Sachen einringen, rein theoretisch. Also. Dann wähle jetzt mal aus. Kannst du die anklicken? Ich kann sie einklingeln, einkreisen mit der Kreide, ja. Dann mach mal Zahn. Zahn. Blut und Ohr. Was? Nix. Nein. Was? Zahn? Zahn, Blut und Ohr. Aber, das gibt's ja nicht. Fleisch? Auf der Tafel gibt's das nicht. Okay. Das wäre halt so das Einzige, was ich noch hab. Nochmal. Kristall, ein Sarg, ein Messer, Schlüssel, Sonnenviereck. Eine Kerze, ein Mond, Esch, ein Buch, ein Knochen, Augen, ein Gesicht, ein Geschenk, ein Tropfen, schwarzer Mann, eine Uhr und ein Hammer. Okay, pass auf. Nimm den Knochen. Ja. Hast du irgendwas Blutiges? Nein. Nichts mit Blut? Nein. Ich habe ein Skalpell, wo Streichhölzer und eine Kreide. Dann nehmen wir das Skalpell, vielleicht ist es das. Also, Knochen,
Dann nehmen wir das Skalpell und Fleisch. Okay. Ja. Geht nicht. Passiert du irgendwas? Nein. Dann nehmen anstelle des Skalpells was anderes. Warte mal kurz. Ich habe halt einen Code 9, deswegen. Also. Ja, wie lautet denn der Code? X3Z1. Ah, warte. Y2. X. 3. Z. 1. Ja. 1. Y2. Okay. Was rufe ich lese vor? Ich nehme A, dass du das markieren musst. Ja. Wenn ich in meinem Sarg liege, ja. Sarg das erste, und meine Augen weiß werden, also ja. Die Augen, ja. Wird meine Seele schwarz. Mhm. Verwende den Würfel, ja. um dich mit der Zukunft zu verbinden, bring mir Knochen, Fleisch und Blut. Mhm. Okay, und jetzt bräuchte ich... Ach, hallo Schmetterling, wo kommst denn du her? Süß. Irgendwie hat es nicht ausgelöst. Ja, und jetzt ist wahrscheinlich wieder rot, weiß, schwarz. Hab ich nicht. Was hast du dann? Was soll ich denn als Zukunft nehmen? Also, ich hab nur eine Zeit. Aber Zukunft. Was war's? Sarg, Augen. Mal auf. Sarg, Augen? Ja. Seele? Ja. Also, das ist der schwarze Mann? Ja. Verwende den Würfel. Ja. Um dich mit der Zukunft zu verbinden. Das ist die Frage, was zählt als Zukunft? Die Uhr oder was? Ich, ja. Ja. Hey, du bist die Zukunft. Nein, was? Ich bin die Vergangenheit. Auf der Tafel. Wurscht. Auf der Tafel? Ich habe keine Ahnung, ich sehe die Tafel ja, nicht. Ja, wurscht. Knochen, Fleisch, Blut. Na? Knochen, Fleisch und Blut. Ja, jetzt der Hammer bewegt sich bei mir. Oh cool, jetzt habe ich einen Hammer. Wir sollten aber jetzt die Folge vielleicht mal beenden, weil wir sind bei 23 Minuten. Ja, Mann, ich schneide eh große Stück raus. Okay. Also diesen einen Code hätte ich gern noch. Was sagst du, welchen Code? Ich kann dir den Code nicht geben, ich habe den Karin selber nicht. Also ist jetzt nichts passiert mit diesem Knochen, Fleisch und Blut? Oh, warte mal kurz. Doch, ich habe einen Hammer bekommen. Ein Hammer? Ja, warte mal kurz. Dann klopft man dort mit irgendwo drauf. Habe ich schon, ja. Ich habe die Knochen jetzt. Die Knochen habe ich schon mal. Sehr gut. Da habe ich auch so ein Skelett, also ja. Also, ja. Warte mal. Ah, jetzt habe ich einen Code, ja. Perfekt. Rot ist auf 6, also unten, also unten. Rot auf 6. Ja. Ja? Grau. Ups, ich hab schon direkt mal zufällig gestanden. Okay. Weil ich vorher drauf gespielt hab. Okay, ich sehe die Seele. Und die Knochen kommen. Jetzt habe ich das Skelett. Oh, mein Würfel ist kaputt. Dein Mikro ist kaputt? Nein, mein Würfel. Ja, weil ich hab jetzt die Knochen. Bei mir tanzt jetzt das Skelett. Ich habe jetzt dunkles Pulver.
Und ich habe jetzt, was habe ich da? Ein Sixkantschraubendreher. Na moin. Okay. Okay, dann würde ich sagen, mit diesem Sixkantschraubendreher, ich glaube, ich weiß, wo ich ihn benutze, machen wir in der nächsten Folge weiter. Mhm. Ich hoffe, man hat Marcel ein bisschen besser verstanden. Hoffentlich, ja. Ja, ich versuche es in der Aufnahme irgendwie, dich irgendwie laut zu kriegen. Ich muss mal gucken. Vielen Dank fürs Zusehen, für eure Zeit, fürs Miträtseln und bis bald. Ciao.